Was geht ab? Was geht down, Leute? Yo, herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video und wir gehen weiter Hell Arena. Ihr habt ja das erste Video gesehen. Der Start war alles andere als optimal. Und wir gucken mal, ob wir jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen drehen können und ein Comeback starten können. Dann haben wir den nächsten guten Gegner. Ich gehe hier mal rein. Ich vertraue jetzt nochmal auf Motoko. Ich bin immer noch hergerissen, ob ich dann Bailey oder Motoko nehme. Ja, ich vertraue jetzt hier nochmal auf Motoko. Hier nehme ich mein Tank-Team, habe ich ein bisschen umgeändert. Ich habe jetzt hier Rest wieder rein. Purin raus hier. Ja, gegen seine Vengas, das sollte eigentlich dicker Win sein. Hier bin ich überlegen, ob ich einfach Full Energy Team spiele oder ob ich das Vengas Team hier spielen lassen soll. Am besten einfach Energy. Energy lief immer gut. Achso, da brauche ich ja Rest dann. Obwohl, wir können hier Rest raus tun. Wir müssten hier Purin reinnehmen können. Muss eigentlich so gehen. Müsste so gehen, glaube ich. Ah, ich speichere das mal. Ich teste das mal als New Energy PvP. Whatever, New Energy. Wir müssen aber hier gucken, was habe ich jetzt hier? Muss ich wieder Res reintun? Was war hier? Die Prototypen, ja, dann brauchen wir safe den. Da brauchen wir hier eigentlich nichts. Save ich das noch mal anders. Dass ich da nicht immer die Prototypen hin und her switchen muss, das nervt mich auch. Teste das Energy Team mal so. Könnte es auch so machen, aber ich denke, so sollte gehen. Ich hoffe, ich verplane mich da nicht, aber ja, ich probiere es jetzt einfach. Das könnte auch knapp werden. Motoko könnte uns sehr gefährlich werden. Aber es ist, wie es ist. Hoffe, ich habe jetzt hier nicht wieder reingeschissen, ey. Werden es sehen. Wir gehen rein, versuchen unser Glück. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier die Wins holen können. Was ist hier mit meiner Fiona? Krieg ich mal dein Immun, danke. Haut jetzt bitte den Rest um, danke. Haare steht dann nicht so gut, das aktiviert mein Gabal nicht. Fiona hat Probleme. Wir haben wieder Immun getriggert, das ist gut. Dadurch sollte das jetzt eigentlich Win sein. Oh, Motoko ist tot. Motoko war hier anscheinend wieder nicht so geil. Oh nee, ne? Wenn ich das wieder verliere, raste ich aus. Bitte Lentis, Wumegon hinrichten. Please? Oh no, oh no. Die sind beide so low gewesen. Panda müsste hingerichtet werden, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das close schon wieder hier. Aber es hat gereicht, aber es war so close, ey. Der Fight sollte safe sein, also da können wir auch schnell machen. Hier sehe ich keine Chance für deine Vanguards.
war's dann für seine Vanguards hier. So, hier mal gucken, wie das neue, die neue Variante hier funktioniert. Sieht echt gut aus, das ist auch schon safe. Also das hat so gut funktioniert. Und hier gucken, hier kann Motoko uns gefährlich werden. Ich hoffe mal nicht. Jetzt kommt die Motoko-Ulti, ich hoffe mal. Wir haben genug Stuff da. Ja, sieht ganz gut aus. Das sollten wir wohl haben dann. Ja, das ist gut. Oh nein, Ampu! Nein, wir verlieren's! Ey, nein! Die Motoko hat uns gerappt, ey. Oh, Dude, ich bin schon wieder aufgefressen hier. Diese Season läuft nichts bei uns in Hell Arena. Diese Season ist nicht unser Ding. Unlucky für uns. Und noch haben wir nicht hundertprozentig verloren, aber es ist schon mal sehr schlecht, dass Ampu down ist. Sehr, sehr schlecht, weil, ja, Sovalay jetzt auch down ist. Jetzt haben wir es doch verloren. Die Motoko hat uns gerippt. Oh no, ey, no fucking way, bei mir läuft gar nichts diese Season, ey. Ich könnte abkotzen. Ah, egal, Leute, weiter geht's. Ich mach wieder denselben Shit. Ich stelle wieder Samanas hier gegen Assassin und Motoko kann uns wieder ficken, aber was. Whatever. Kein Plan, diese Runde ist mir schon fast ein bisschen egal, Alter. Es ist schon ein bisschen. Ich bin einfach gebrochener Mann hier. Ah, es läuft einfach nicht so, wie es soll. Was soll ich dazu sagen? Wenn nicht läuft, dann läuft nicht. Der Fight lief super. Der Fight wird auch super laufen. Es ist halt nur wieder der letzte Fight, der halt gefühlt uns rippen kann. Dieses Team läuft super gut hier. Ja, wir werden das jetzt sehen, ob das hier wieder nach hinten losgeht. Da muss ich mir hier was Neues einfallen lassen gegen Assassinen. Irgendwie mein Motoko ist jetzt überall. Summoners sind sehr schwach momentan. Summoners sind so, so schwach im PvP. Zumindest meine. Meine Summoners sind auf jeden Fall sehr schwach. Das sieht schon wieder nicht gut aus für meinen Ampu. Oh Gott. Ampu hat sich nochmal gerettet. Aber Sif ist down. Aber ich glaube, wir haben das gewonnen. Ja, Gott sei Dank, das ist immerhin schon 4-0 hier.
mich mal. Was passiert jetzt hier? Ey. Ich glaub's einfach nicht, was passiert, Mann. Oh no, ey. Helente ist einfach alle wegrippt hier, ne? Gott im Himmel, ist das close noch, ey. Oh. Gehen wir rein in den nächsten Fight. Hier wieder ja, das Energy Team gegen Summoners. Assassin gegen Tanks. Keine Ahnung, was Batu da soll. Verwirrt mich ein bisschen, aber das sollte easy sein. Und Tanks hier gegen das Ding. Das sollte eigentlich einfacher Fight sein jetzt für uns hier. Das ging schon mal super easy hier. Das hier sollte eigentlich auch gut gehen. Naja, so viele Panda-Ultis fliegen hier rein. Holy shit, ey. Ah, was jetzt Batu hier macht, ey. Ich hoffe mal, der macht nichts, aber er hat einen guten AOE-Bums, mal schauen. Ah, er hat keinen Damage gemacht, okay. Mal gucken. Er wurde da jetzt ewig weit rausgekickt, das ist gut erstmal. Aber der Fight ist trotzdem noch nicht safe. Das sieht immer noch ziemlich wild aus. Und ich meine, Sovalay ist richtig am Sack. Ja, Sovalay ist so dead, glaube ich. Oder? Ja. Aber ja, Fiona tot. Das sollte eigentlich ganz gut aussehen. Okay, passt. Oh, ist ja noch ein Fight. Ich dachte, wäre schon 4-0. Aber das ist auch ein safer Win hier. Müssen wir uns jetzt hier keine Sorgen machen. Hello, Ares ist auch hinüber. Damit ist das auf jeden Fall auch ein 4-0 GG. Gucken wir mal ins Zwischenranking rein. Nach Tag 2 sieht nicht so geil aus bis jetzt. Sechster. Platz 0, ja, Dolph ist übelst vorne unterwegs. Ich glaube, Dolph wird hier auch den ersten Platz safe holen. Den Rest kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Ich weiß nicht, gegen wen die alle schon gefightet haben und gegen wen nicht. In dem Sinne erstmal abwarten. Tee trinken. Wir sind Sechster. Und Fünfte ist nicht weit vor uns. Und dann ist eine kleine Lücke. Aber ich weiß nicht, gegen wen die alle gefightet haben bis jetzt. Wir warten mal ab und hoffen, dass wir das noch ein bisschen turnen können. Das Feld vielleicht ein bisschen von hinten aufräumen können. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace. Euer Resa Knights.